In diesem Video soll es darum gehen, wie einfach und schnell man ins Darknet kommt, und dazu benutzen wir in diesem Fall den Tor Browser. Den kann ich mir ganz normal auf der Webseite von torproject.org einfach runterladen, Link wie immer in der Videobeschreibung. Nehmen hier die englische Version, weil ich hoffe, da noch mehr in der Masse unterzutauchen und anonym zu bleiben, ob das was nützt, sei mal dahingestellt. Sobald die .exe-Datei heruntergeladen ist, kann diese ausgeführt werden und dann wird der Tor Browser einfach installiert. Am Ende der Installation müssen wir uns mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Dazu klicke ich hier einfach auf Connect. Jetzt startet eine weitere Instanz von Firefox. Das ist jetzt aber nicht Firefox, sondern der Tor-Browser. Der basiert, wie man sieht, natürlich auf dem Firefox. Aber jetzt kann ich auf das Darknet zugreifen. Ich kann aber auch ganz normal hier jetzt im Internet surfen, bin dann halt anonym unterwegs, nicht mit meiner eigentlichen IP. Einen guten Einstieg ins Darknet gibt das sogenannte Hidden Wiki. Das findet man noch im offenen Netz. Nur diese .onion-Links, die kann man eben nur im Darknet ansurfen. Dazu muss man also den Tor-Browser benutzen. Wie man sieht, gibt es auch Services, die man so vom ClearNet kennt, also DuckDuckGo zum Beispiel, die Suchmaschine. Die kann man hier auch im Darknet ansurfen. Ich habe mich da jetzt einfach mal durchgeklickt. Ihr seht, dass die Adressen keine Adressen sind, die man sich einfach merken kann, sondern das sind Hashes. Man sollte diese also als Lesezeichen setzen oder halt solche Seiten wie das Hidden Wiki verwenden, um auf diese Seiten zugreifen zu können. Wie man sieht, sind auch nicht alle Seiten hier verfügbar. Ja, so schnell ist man im Darknet, und man kann aber auch ganz normal Seiten aufrufen, die man halt, wie gesagt, aus dem Clear Web kennt, zum Beispiel Facebook, betreibt auch einen Hidden Service im Tor-Netzwerk. Das ist dann vor allem für Leute interessant, die in einem Land leben, wo das Internet zensiert wird, wie zum Beispiel China. Die können dann auf Facebook trotzdem zugreifen.